Hi, in diesem Video zeige ich euch den Keepcup Coffee to Go Becher. Ja, der kommt immer in so einem Pappkarton und da sind alle wichtigen Informationen, die ihr so braucht, sind wirklich ringsrum einmal beschrieben mit ein paar interessanten Fakten auch zu Coffee to Go Bechern und vor allem den Wegwerfbechern und inwiefern Keepcup dazu beiträgt oder ihr am Ende dann dazu beitragt, mit eurem Keepcup Becher den Wegwerfwahnsinn so ein bisschen einzuschränken. Die Keepcup-Becher gibt es bei uns immer in 340 ml und einmal 450 ml. Es gibt ganz viele verschiedene Farben, die seht ihr hier. Das sind wirklich immer sehr coole Farbkombinationen. Und das Schöne ist, dass die auch wirklich alle 6 bis 12 Monate, manchmal auch 18 Monate, je nachdem, neue Farben rausbringen. Und ihr so immer wieder eine frische, passende Farbe für die richtige Jahreszeit finden könnt. Schauen wir uns den Becher genauer an. Diese Serie von Keepcup-Bechern ist ein Kunststoffbecher. Das ist natürlich ein BPA-freies Material. Und es ist eigentlich ein sehr einfacher Becher, der gar nicht dafür gedacht ist, dass ihr den Kaffee oder Tee eine Stunde lang mit rumtragt, sondern das ist wirklich ein einwandiger Kunststoffbecher mit eigentlich keiner Isolierleistung. Klar, weil ein Deckel drauf ist, hält den Kaffee so ein bisschen länger warm. Aber am Ende hat er keine wirkliche Isolierleistung. Außenrum hat es diese Silikonmanschette, damit ihr, wenn es warm wird, damit ihr den auch trotzdem noch vernünftig anfassen könnt. Und der Deckel ist ähnlich einfach aufgebaut. Der ist nicht auslaufsicher, der ist schwappsicher. Schwappsicher bedeutet ja im Grunde genommen, wenn ihr mal irgendwo lang lauft, dann schwappt euch das nicht über die Hände, aber wenn ihr ihn umdreht, dann wird er auch nicht auslaufsicher sein. Huch. Ich zeige euch das mal genau. Da ist einmal die Öffnung und dann gibt es diesen gelben Hebel. Den kann man rüberschieben und dann ist die Trinköffnung zu und die ist auch so ein bisschen dicht, weil da so ein ganz kleines bisschen eine Dichtung drin ist, aber wie gesagt, ist nicht auslaufsicher, insofern nicht in die Handtasche legen und dann damit losmarschieren. Der Keepcup-Becher kann in die Spülmaschine, macht es in das obere Fach rein. Unten wird es meist immer noch ein bisschen wärmer als oben und deswegen lieber oben lassen. Beide Teile können natürlich in die Spülmaschine. Wenn man das jetzt mal zusammenfasst, einmal ganz kurz, der Keepcup ist ein Becher für entweder, ihr macht euch morgens einen Kaffee zu Hause, füllt den rein, geht los und trinkt, während ihr weitergeht oder im Auto sitzt. Oder ihr nehmt den am Wochenende mit zu eurem Lieblings-Kaffeeladen, lasst euch den Kaffee direkt da einfüllen und marschiert los und wollt ihn gleich trinken. Dieser Becher soll dem, wie gesagt, dem Wegwerfwahnsinn so ein bisschen entgegenwirken. Und dafür sorgen, dass ihr nicht jedes Mal einen neuen Becher benutzt für ein paar Minuten und dann wegwerft, sondern dass ihr eben einen schönen Becher habt, den ihr immer wieder benutzen könnt. Und falls ihr euch nun fragt, na Mensch, ja stimmt, den würde ich mir gerne zu Hause befüllen, aber ich habe nicht mehr den richtigen Kaffee dafür, habt ihr Glück, denn bei uns im Shop könnt ihr nicht nur die Becher bekommen, sondern ihr könnt auch den Inhalt für die Becher bekommen. Wir haben 15 verschiedene Sorten von wirklich richtig feinem Kaffee im Shop aufgenommen. Wir sind selber komplett überzeugt davon, trinken das auch jeden Tag und haben ehrlich gesagt Schwierigkeiten, woanders hinzugehen und wieder normalen, in Anführungszeichen, Kaffee zu trinken. Wir haben Kaffeesorten von Sortenreihen, wirklich aus super Anbaugebieten in der ganzen Welt, über Espresso-Sorten und anderen Spezialitätenmischungen. Und wir haben auch ein bisschen aromatisierten Kaffee drin. Guckt in der Kaffeekategorie nach und lest euch die Beschreibung mal durch. Ich glaube, ich bin mir sicher, dass euch die überzeugen werden. Und wenn ihr es probiert, werdet auch ihr euren neuen Lieblingskaffee finden. Danke fürs Zuschauen.